Kann man Fähigkeiten keybinden? Kannst du. Auf der Steam-Version kannst du sie keinen Piepklein keybinden. Hier hast du die Hotkeys. Und da kannst du dann sagen: aktivierte Fähigkeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 habe ich irgendwie rausgenommen. Weiß ich nicht warum. Ach, 0 ist super auf den Sturm. Interessant. Habe ich gar nicht mehr am Schirm gehabt. Es geht aber nur in der Steam-Version. Bike Bones, wir haben schon, welche Map haben wir schon lange nicht mehr gespielt? Welche kommen mir super, super unbekannt vor? Mondlandung, fast gar keine Medaille bei Mondlandung. Nur Militär. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Ausrufezeichen Rekord für meinen Rundenrekord, Anas. So, ihr habt den Coach. Er ist vollständig. So viel Geld, wie du ausgibst, habe ich ja nicht mal. Ja, wenn man halt 400 Stunden gespielt hat, kann man sich das alles leisten. Das ist ja nicht das Problem. Gibt es einen neuen Helden? Gibt es Adora? Ich weiß nicht, ob du Adora schon kennengelernt hast. Vielleicht kann ich das einsetzen, ist ja schade. Was fandest du als Kind am schlimmsten? Wespen. Hatte ich tierischen Schiss damals gehabt. Ich habe mit dir selbst auf dem PC gekauft. Muss ich es dann auch auf dem Handy kaufen, wenn ich den selben Account benutzen will? Und hast du eine Freundin? Du musst es kaufen, ja. Du musst es erneut kaufen. Das sind zwei unterschiedliche Spiele. Es ist leider nicht möglich, wenn du die mobile Version hast, die Steam-Version zu kriegen oder andersrum. Wie alt bist du? Ausrufezeichen Fragen. Der Stream Element Spot postet dir ein Dokument. Quiet. Oh. P3 hat Benjamin. Jetzt habe ich P2 Geld gespendet. Warum hat P3 nicht genug Geld? Nicht so viel Geld. P4 hat aber, glaube ich, auch Benjamin. Wie kann man am schnellsten Geld für Helden bekommen? Ausrufezeichen Geld, Leopold. Seht ihr, wie herrlich das ist? Ich krieg nicht die ganze Zeit Geld gespendet. Die Leute gehen mir nicht auf die Nerven. Das machen wir P3 noch. P3 wahrscheinlich auch noch, oder? Ja. Na, meiner, der hier. Quincy ist der. Und Benjamin ist noch auf Nico. Hat er auch Angst vor Wespen. Na, seitdem ich aber Kinder betreue und die Kinder eher beschütze vor den Wespen, habe ich keine Angst mehr davor. Voll interessant. Mein Beschützerinstinkt stellt sich über meine eigene Angst. Echt interessant. Wir haben bald die Folgen hochgeladen, ja. So Mitte März solltest du die Folge, die du jetzt siehst, wahrscheinlich sehen. Turn it up. Sehr gut. Spielst du auf dem PC? Ich spiele die Steam-Version, exakt. Der erste Command, wo das Video kommt, wo man schnell XP farmt. Ausrufezeichen Erfahrung, IMGO. Hast du die Bloons-Serie regelmäßig verfolgt? Wie meinst du das genau? Ich hatte ein Wespenstück, darauf war dann eine Zecke. Das ist ja voll widerlich. Machst du die Kinderbetreuung kostenlos? Ist exakt Crafting, das heißt ehrenamtlich. Ehrenamtlich ist in der Regel unvergütet. Ich habe ja mal alle meine Stunden zusammengeschrieben. Allerdings habe ich sie seit dem Monat 7 in 2019 nicht mehr aktualisiert. Ehrenamt, da ist es. Meine letzte Eintragung war gewesen vom 15.07.2019. Bis zu diesem Zeitpunkt, die letzten 3 Jahre hinweg, habe ich 2700 Stunden ehrenamtlich Kinder betreut. Ich denke, jetzt werden es mindestens 3200 Stunden sein. Also pro Jahr kommen da so sicherlich... Pro Jahr, nee, nicht 3200, das ist ja ein halbes Jahr erst her. 3000 werden wir sicherlich sein. 3000 Stunden ehrenamtliche Kinderbetreuung. Kita, Familienzentrum, 1:1 Betreuung, von der Kita abholen, bei mir übernachten und so weiter. Das zählt alles mit da rein. Das finde ich echt cool, dass du das ehrenamtlich machst, ja. Also ich bin auf Geld nicht angewiesen, ich kann mir alles kaufen, was ich haben möchte. Ich habe mir alles gekauft, was ich haben möchte, was man sich mit Geld kaufen kann. Deswegen interessiert es mich überhaupt nicht, ob ich Geld dafür bekomme oder nicht. Mein Job bringt mir so viel Geld. Also Durchschnitt, ich sage jetzt nicht, dass ich da 10.000 Euro im Monat verdiene.
Ich bin einfach nur sehr, sehr sparsam mit meinem Geld. Ich weiß einfach sehr gut, wie ich haushalten kann. Deswegen, ich brauche das Geld nicht. Die Familien sollen das ruhig mal für sich selber oder für Skin benutzen. Wie kann man das nicht auf dem PC installieren? Über Steam, I'm legit. Machst du was außer das Ehrenamt und YouTube? Ja, ich arbeite noch, ich singe im Chor. Habe gerade gelesen, dass du Anime schaust. Hast du Highschool DxD geguckt? Beste Anime oder Love oder To Love Ru? Ne, kenn ich beides nicht. Bei dir übernachten Kinder? Ja. Ein Kind hatte mal bei mir übernachtet von einer Familie. Ach, weil die regelmäßig halt, oder weil die halt irgendwie mal abends irgendwie in eine Disco gehen wollten oder feiern gehen wollten. Abends einfach für sich sein wollten. Und da haben sie ihn halt zu mir geschickt. Also, ne, er wollte natürlich auch. Er hat auch total Lust drauf gehabt. Und er hat dann einfach ein, zwei Nächte bei mir übernachtet. Und die Eltern, die waren einfach feiern. Die wollten einfach aber wirklich das Leben wieder so ausleben, wie es ist als Single, weißt du? Und die waren auch echt dankbar darüber, dass ich das gemacht habe. Und er fühlt sich auch wunderbar. Also er hat sich super wohl gefühlt. Und es hat mir auch echt super Spaß gemacht. Das war am Anfang echt anstrengend, als ich noch null Erfahrung damit hatte, wie man ein Kind 24 Stunden am Tag bei sich behält. Ja, also wie die Zeiten sind, was das Kind halt braucht, was, ob man rausgehen muss und das und das und einkaufen. Das war schon sehr interessant gewesen. Mittlerweile habe ich da Routine drin. Deswegen juckt es mich auch. Biker Bounce habe ich gar nicht. Den juckt es mich auch nicht mehr sonderlich. Das war am Anfang sehr interessant gewesen. Wie heißt der Blaue? Welcher Blaue? Der blaue Affe? Hier gibt es keinen blauen. Meinst du den Mörser? Oder meinst du Benjamin? Krass schön, dass es solche Menschen gibt und das ehrenamtlich machen. PS, bin auch beim THW. Nice! Technisches Hilfswerk ist auch sehr cool. Hatte ich auch mal überlegt mitzumachen. Oder bei den Johannitern als Sanitäter. Und dann dachte ich mir wieder, immer wieder habe ich mir so lange gedacht, will ich das wirklich machen? Eigentlich macht mir die Kinderbetreuung am meisten Spaß, dann suche ich mir lieber eine neue Familie. Ja, das habe ich dann halt auch so gemacht. Wie viele Medaillen hast du? Singleplayer irgendwas mit 300, glaube ich. Koop irgendwas mit 150 oder so. Schnitzel oder Bulette? Na, lieber Bulette. Was war dein schlimmster Moment bei deinem Job? Muss nicht drüber reden. Das Steam ist es nicht kostenlos. Nein, das kostet Geld auf Steam. Du kannst auch selber googeln. Du hast das ganze Internet vor dir. Hast du Haiku geschaut? Ne, habe ich nicht. Welcher Skin von Quincy findest du am besten? Den Wolfpack-Skin, den Player 2 hier hat. Der Gloon hier hat. Finde ich am schönsten. Pommes oder Kartoffeln? Pommes. Gestern Abend habe ich mit meinem Kumpel ultra leckere Burger gemacht. Ich habe es bei einigen ja schon erzählt gehabt. Richtig leckere Burger, schön Hackfleisch frisch vom Fleischer geholt. Dann angebraten, schöne... Wir haben diesmal mal Brioche-Brötchen genommen, also keine Sesambrötchen, sondern Brioche, also was auch so für französische Hörnchen benutzt wird. Alter, waren die Brötchen lecker gewesen. Dazu dann schön selbstgemachte Barbecue-Soße. Dann Zwiebeln, Tomate, Gurke, ein Salatblatt und dazu noch eine schöne Schüssel Pommes, dazu Gin Tonic. Köstlich! Wie levelt man schneller aus, durch eine Erfahrung? Ketchup oder Mayo? Lieber Mayo. Wenn ich mir eins aussuchen müsste. Was gefällt dir am besten an der Kinderbetreuung? Dass es mir einfach so viel bringt. Ne? Also ich habe wirklich, seitdem ich angefangen habe, das mit den Kinderbetreuung, ich bin viel ruhiger geworden. Ich schätze das Leben einfach viel mehr wert für Dinge, die man einfach nicht material kauft oder die man nicht kaufen kann. Ne? Also wirklich irgendwie Freundschaft mit den Familien, Zuneigung, so eine Bindung zu haben. Das hat mich einfach so krass positiv verändert. Brioche hat noch so eine leichte Süße. Ja, das ist richtig. Ich hätte jetzt gedacht, okay, passt so nicht. Weil es halt wirklich ein bisschen süßer ist. Aber wir haben gesehen, der Zuckeranteil ist geringer als bei einem Sesambrötchen. Voll krass. Ich glaube, beim Brioche-Brötchen waren insgesamt 4 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Und bei den Sesam irgendwie 6 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Das ist ja echt heftig gewesen. Würdest du feiern, wenn der BT6 in Story-Modus kommen würde? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Trinkst du gerne Alkohol? Naja, so hin und wieder zu besonderen Anlässen. Aber so allein für mich ist es einfach nur traurig. Wir müssen kein Hackfleisch kaufen, stellen es selbst her. Nice.
Aber es gibt so Dinge, die möchte ich gar nicht selber herstellen, weil es einfach andere besser machen. Zum Beispiel Pizzateig, Hackfleisch. Wie bekommt man diese 25 extra Leben, indem du Affenwissen hast? Ich glaube, im Zaubererzweig war das gewesen, Barkran. Könntest du einen Quereinstieg als Lehrer vorstellen? Nee, das ist genau das gleiche wie in der Kita. Du bist eher so ein Aufpasser. Aber ich möchte aktiv einem, oder halt, ne, aktiv dem Kinder was vermitteln und einfach viel Zeit auch mit dem verbringen. Und ihn wirklich prägen für sein Leben. Lehrer sind so, Lehrer voll doof, macht Hausaufgaben und also ich find's nicht cool. Ich finde Einzelkindbetreuung liegt mir einfach viel mehr. Du bist Laktoseintoleranz, voll unfair von dir, Abfalleimer. Sei doch mal ein bisschen intoleranter. Gegen Intoleranz gibt es übrigens ein Gesetz, ne? Ach ne, gegen Diskriminierung gibt es ein Gesetz. Halben Mund, Lalo. Wie lange würdest du sagen, sind deine ständigen Zuschauer bei dir? Schauen dich an, ich habe keine Ahnung. Hast du alle BTD-Teile verfolgt? Habe ich, Bouts. Und ich habe auch zu jedem Bloons ein Video gemacht, mindestens. Na, da in der Projektübersicht siehst du die ganz. Einfach mal runter zu B-Scrollen, zu Bloons. Da findest du alle Bloons-Spiele. Bloon BTD 1 bis 4 habe ich angespielt lediglich. Das habe ich also in der Angespielt-Übersicht. Die findest du hier. Im Live-Chat. Kannst du Swordigo spielen? Habe ich durchgespielt, Mundlalo. Guck dir die Projektübersicht an. Die ich als erstes gepostet habe. Ich vermisse Kindergarten ein bisschen. Du selbst im Kindergarten, Paul? Oder du als Erzieher im Kindergarten? Wo kriegt man die Nägel her, die neue Runde spawnen? Die spawnen nicht. Also, die sind einmal da. Kriegst du auch die Affenwissen. Hast du irgendeine Krankheit? Nicht, dass ich wüsste. Hast du Moderatoren? Habe ich, ja. Habe alles Vodigo-Videos geguckt. Ja, dann habe ich es doch schon durchgespielt. Warum soll ich es dann nochmal spielen? S2 habe ich auch angespielt, glaube ich, zugemacht. Es ist auch nicht so, dass ich es nochmal spielen müsste. Benjamin oder Adora? Ausrufezeichen Bestherr. Ghost Schnitzel. Schreib es mal in den Chat. Was ist die beste Fähigkeit deiner Meinung nach? Keine Ahnung, gibt so viele Fähigkeiten gerade. Keine Lust, drüber nachzudenken. Wie kann man das Flugzeug auf Wingman stellen? Das gibt es bei mir nicht. Außer ein Update. Hört immer das Update-Video an. Gibt nämlich ein Affenwissen dazu, ein neues. Würdest du lieber normales Burgerbrot oder welches mit Sesamkörner? Lieber Sesamkörner, finde ich geiler. Die Runde macht irgendwie voll Bock deswegen. Wegen was? Musst du danach ins freie Spiel gehen? Nee, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, denke ich. Ich vermisse Kindergarten überhaupt nicht, weil das war echt anstrengend. Ich fand Kindergarten echt schön. Und ich finde es auch schön, wie jetzige Kinder im Kindergarten sind. Das ist einfach cool. Die können miteinander spielen. Haben viele Freunde. Wow, das ist natürlich nice. Guck dir mal die ganzen Bomben an, die hier reinfliegen in die Mitte. Gleich durch die Wings hier. Die Wing Monkeys. Da. Bam, bam, bam. Voll cool. Was ist der Lieblingsspiel abgesehen von Bloons? Ori and the Blind Forest und nächsten Monat kommt Ori and the Will of the Wisps raus. Der Nachfolger von Ori and the Blind Forest. Das wird mega hammergeil. Kannst du mal auf deinem Kanal Stardew Valley spielen? Habe ich durchgespielt, Arne. Hier hast du die Projektübersicht, falls du sie noch nicht kanntest. Da einfach mal zu S runter scrollen, zu Stardew Valley. Und da findest du es. Wie kann man gut XP sammeln? Auswärts in Erfahrung. Wurdest du BTD6 sehr entgehren? Was ist entgehren? Ich habe keine Ahnung. Na, Wing Monkey müsste. Gute Frage, wo das reinkam. Hier. Ich glaube, das müsste es sein. Der neue. Das müsste Wing Monkey freischalten. Der Flügelaffe. Ja, ihr habt jetzt ganz ihr habt jetzt Zeit, die ganzen Videos, kannst du mal Bloons Monkey City spielen. Habe ich auch schon gespielt, Tylo Rain. Guckt ihr mal in der Projektübersicht an. Guckt erstmal nach, bevor ihr eine Frage stellt, das wäre cool. Ihr habt jetzt genug Zeit, die ganzen Videos anzugucken, Ausrufezeichen Update, Ausrufezeichen Besser. Oder Beste? Besser. Besser, glaube ich. Ausrufezeichen Erfahrung, Ausrufezeichen Geld, die ganzen Videos, ansonsten auf meinem Kanal könnt ihr gerne angucken. Wir werden an dieser Stelle eine Pause machen, 2 Stunden 33 Minuten gestreamt. Ich habe noch nicht alle Achievements, dafür noch eine ganze Menge. Die wir nach und nach alle freispielen werden. Habe ich jetzt aber keine Dringlichkeit für. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Rest. Sonntag ist es 13 Uhr. Ich habe noch ein bisschen was vor. Heute Abend um 21 Uhr wird wieder ein besonderes Video kommen. Zu BTD6. Lasst euch überraschen, was es sein wird. Es stürmt in Berlin überhaupt nicht und wird auch nicht passieren. Das ist eher im Westen von Deutschland.
Wünsche einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die ganzen Super Chat Donations. Vielen Dank für die ganzen Subs, für die ganzen bezahlten Mitglieder, für eure Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Schönen Start in die Woche.